Was dein Bruder mich jetzt hasst. So, wir gehen jetzt mal rein mit dem Brutzel. Die Saas kommt mit. So. Bin gespannt. What the fuck, wo bin ich hier? Bin ich in ein Bibliothek oder wo, ha? Aber ich kann ja gar nicht lesen. Bin ich in einer Bibliothek? Hallo? 12 Uhr, ja, das ist natürlich die Zeit, wo ich in die Bibliothek gehen würde. 12 Uhr am Abend. Herr Manu, Herr Moschner, wie geht's Ihnen? Ah, Frauentoilette? Herrentoilette? Drucker? Nicht von HP, sondern von LP. Hi, I'm KP's Mascot Wooly. Ah, der Wooly wieder. Ist aber witzigerweise, ist nicht in Deutschland, warum? Kein Faxgerät weit und breit. Na, muss man sagen, wir sind nicht in Deutschland, das Faxgerät wäre groß und die Bildschirme wären dick. Also ist nicht in Deutschland. Dieslono, hallo, mein Schatz, wie geht's dir? Schön, dass du da bist. Wo warst du denn? Wie geht's dir? Ah, so, Caro Annabelle, herzlich willkommen. Tja, da müsst ihr hin. Ah, sie, danke nochmal fürs Gift, aber die Lucy, dankeschön. Lucy, was war los? Umgeht, ging's ja schlecht. So, Ted, da müsst ihr hin. Hier so, Antonia, Toni, Lucy, hier Pumpkin, Sask. Da geht sie hin. Ich hole euch dann ab, tut schön spielen. So, ja, Jane Romero, Eiszirkon, tut schön spielen, ne? So, und dann hole ich euch wieder ab. Aber seid brav, gell? Was haben wir da? What the fuck ist das denn? Warum? Wer hat das Birken voll gemalt? Hä? Nick? Frau Schmetterling, Zwergenaxt, Viking. CE5 oder LE5? Keine Sorge, bin ich mir drauf. Das stimmt sogar. Das ist der Chat, das ist der Stinker. Gell, schon. Wer ist denn da in Lüftungsschacht stecken geblieben, hä? Glutoni? Soll ich wieder die Mama anrufen, dass sie dich wieder rauszieht, ha? Tät nicht wieder in die Lüftungsschicht reinklettern. Das war nur der Nachbar. Mein letzter ist sehr stressig und zwischen den Rollen gehört. Ah, okay. Ja, bei mir alles gut. Ein bisschen warm ist, geht mir am Arsch, aber sonst. Ah, da ist die kleine Leseecke, ja. Das ist zum Beispiel in Grutoni sein Lieblingsbuch. Und das liest der Blümi sehr gern. Hat er ein Messer hinterm Rücken? Das ist aber kein Kinderbuch. So. Da ist der Fernseher von hier vom ersten Teil. Ich habe auch mal versucht, als ich kleiner war, Schäfchen zu zählen, wenn ich nicht einschlafen konnte. Lies bitte eine Geschichte vor. Ich lese ein schönes Gedicht vor. Ich muss so kurz ein Buch suchen. A, B, okay. Also ich war. Ein Buch? 8. Das ist ein Code, da müssen wir uns merken. Ted, wir machen ein kleines Kinderspiel. Also nicht, dass du schwitzt. Ted, wir machen ein kleines Kinderspiel. Wir sind ja in der Kinderecke. Ted. A, B, C. Was kommt danach? Mit Jimmy? Tabi? Was? R, Scorpius Man, knapp. V, A, B, C, I, G, A, X. Ah, Toni, das andere Ende. Antonia, ja, D. Ja, so Jule, die kann das auch schon ganz gut. D, Apfel, 3-2 für Österreich. Ey, was ist denn da los? Jonas, wer wie war? Ö, also es war das K. Ha! Hab gelernt. Nee, es war's D. Haha, klein. Ich kann das auch. So, gut. Naja, wir müssen ein bisschen lernen. Gell? Ein paar Leute müssen ein bisschen noch in der Kinderecke. Zum Beispiel die Sask, die bleibt auch noch ein bisschen. Gell? Die kriegt dann wieder ihr Max- und Matchbox-Auto zum Spielen. So, wir schauen uns einmal um. Was gibt's? Okay, bin ich hier in einer Bücherei oder wie? Katalog. Paar Stifte. Seit wann können unsere Fußballspiele spielen? Ja, du, wir sind gar nicht so schlecht mehr in Österreich, ne? Yves, danke für 66 Monate, herzlich willkommen. Oh, Brief, warte mal. Ich hab gedacht, das Spiel ist auf Deutsch.
Also ist ja nicht schlimm, aber auf Deutsch ist natürlich immer für alle angenehm. Ich mache einfach mal mit Google Übersetzer. Dann komm, also ich kann es schon natürlich, ich kann Englisch, ich schwöre. Aber ich mache, es ist einfach schöner und flüssiger zu übersetzen mit hier. So. Okay. Hallo Margaret, ich habe in der Buchrückgabe eine seltsame Kassette gefunden. Ich habe es mir selbst noch nicht angeschaut, aber ich hatte gehofft, dass sie es sich bei Gelegenheit ansehen könnten. Es ist im verschlossenen Schrank. Du erinnerst dich an den Code, oder? Möglicherweise müssen sie auch einige der Bücher ansehen. Mir wurde gesagt, dass einige davon manipuliert wurden. Ich schwöre, das ist schon die fünfte dieser Woche. Ich hatte sie für dich beiseite gelegt, aber ich glaube, der Narr hat sie versehentlich zurück in die Bibliothek gelegt, ohne ihn zu sehen. Ich frage ungern, aber wenn wir sie in einem Moment Zeit hätten, können sie sich dann in der Bibliothek umsehen und nachsehen, ob sie finden könnten? Also, ja, verstanden. Es sollte eine Historie dieser Bücher in die Bibliotheksdatenbank vorhanden sein. Also nutzt sie diese, um sie leichter zu finden. Bleib nicht zu lange auf, aber eine gute Nacht. Ja, das ist auch beim Blümchen. Die ist nämlich hier bis 11 Uhr und dann ist er mal und dann schimpft die sind immer. So, okay. Also, wir sollen Bücher und irgendwo, warte mal, wo ist diese Kassette, die wir uns anschauen sollen? Wo ist denn die? Wo ist denn dieser Dings? Noch nicht. Okay, Cathy, noch. Aber, hier und sind immer diese Bücher. Warte mal, ich kann aber alle diese Bücher sammeln und alle mal am Tisch legen, oder? Weil, ne, also, ja, dann komm, lass machen. Ich sammle mal alle Bücher und alle, ich finde, lege ich mal einfach auf den Tisch. Was ist das denn für ein Cover? Was ist das für ein... Das könnte ein japanisches Cover sein. Die Zeichnung steht bestimmt ein Ritual in der, was ist das für ein Cover? Ja, damit Jimmy ist auch vorhin drauf, wunderbar. Gut, ich suche mal alle Bücher. Ich muss, by the way, das Spiel, das ist nur eine Demo, ne? Das ist nur eine Demo. Und am Ende müssen wir uns wahrscheinlich hier dann die Kassette hier anschauen, ne? So. Ah ja, genau, aber ich nehme mal alle Bücher auf. So, Kuschelkök, mein Schatz, herzlich willkommen. Ich lege mal alles dahin, damit wir alles dann da haben, ja? Und dann können wir das irgendwie besser entschlüsseln. Zwergenachs, danke für 4 Monate, herzlich willkommen. Ich heb einfach alle Bücher auf, scheiß drauf. Melon Boller, okay. Ich geh mal zum PC da hinten, da gibt's auch noch was. Willst du mittrinken? Geht dir doch sehr gerne, ja. Ich nehm was. Hast du was Starkes? Was mit Sprudel? Ah, hier ist es drin. Ah, hier ist das Ding eingesperrt. Okay, warte. Kann ich auch hier was schauen? Oh, hallo, ich bin Wendy, dein persönlicher Assistent. Hier, scanne ein Buch, nutzt den Scanner. Um die wann du das Buch zurückgegeben hast, die hier anschauen. Achso, ich muss das Buch her... Achso, warte mal, hier habe ich ein Buch. Und wo kann ich das scannen? Hier? Oh. Hä? Das ist das Lieblingsbuch hier von der Hasi. Greg, die Weintraube. Das ist ein tolles Buch. Das ist super. Ist auch ein Horrorspiel. Zerkuch ist ein Horrorspiel, ja. Ist ein Horror-Game, ja? Oder könnte auch die Krutoni sein, die wieder hier oben rumklettert. Könnte auch sein, das weiß man nicht. Das könnte auch die Krutoni sein. Gut, da poltert. Saß, ich sag dir. Kannst du mal schauen, ob es von Dante Alighieri die göttliche Komödie gibt? Das war doch in einem Film von Jack Nicholson, kam das vor, oder? Also dieses Zitat, Ja, okay. So, also, Mai 2018. Also das sind die Leute, die sich dieses Buch ausgeborgt haben. Okay, und was bringt mir das? Okay, das sind die Leute, die sich das Buch ausgeborgt haben. Bis 96 geht's zurück. Okay, also das... Okay, und was bringt mir das? Also ist ein bisschen Rätsel. Sorry, mir ist mein Drache ausgebüxt und... ich glaube, der macht in dazwischen der Grandale. Kann ich nicht lesen. Wo gibt's Erdbeeren? Okay, ich weiß nicht, soll ich... Aber... Was bringt es mir, die Bücher zu scannen? Ich kann die scannen, aber wonach scanne ich? Wonach schaue ich? Das Buch ist natürlich... Ne, ich kenne das Buch, aber ich kenne... War das nicht besser wie jetzt nicht oder so? Wo Jack Nicholson war, hat er das nicht da gesagt? Also der hat genau nach diesem Buch gefragt. Okay, ich muss dieses Buch rausholen und dann kann ich das da anschauen. Aber wie... Wie kriege ich... Ich habe hier Bücher. Warte mal, ich nehme mal einfach alle Bücher mit nach vorne, weil ich muss die ja alles scannen.
Hier steht DS3. Warte mal. Also es ist ein Rätsel. Auf jeden Fall, das steht fest. For the tape, haven't looked into, was hoping, isn't it unlocked? Okay, ist es nicht versperrt? Ultimately, it looks. I've been told some of them have been tampered with. I swear, this is like the fifth time this week. I had put them inside for you, but I think the new guy. I hate to ask you, but could you look around the library and see if you find them? There should be a history of these books in the library database so that you can find them. Hast du das fast mal updated? Nee, das machen wir am Ende. Das machen wir noch. Hast du nicht irgendwo ein Gerät zum Scannen? Ja, aber okay, ich kann scannen. Aber was? Ich scanne dann und was sagt mir das? Dann weiß ich ja nur, wann wer das Buch ausgeborgt hat. Also nach was schaue ich? Ich meine, da steht CE5. Also wonach schaue ich? Also ich kann das jetzt scannen, okay. Oh, Buch ist damaged. Oh, das Buch ist kaputt. Ja, okay. Okay, ich scanne die Bücher. Ich verstehe irgendwie nicht, was ich machen soll. Vielleicht im PC was ausgeliehen worden ist. Ja, ja, aber... hier liegt auch noch ein Buch. Aber es haben ja... Was ist das für ein Buch? Aber was bringt mir das zu wissen, wann die Leute was aus... Also wie soll ich denn die Kombination da rausfinden? Also auch hier, das Buch ist auch kaputt. Wenn ich das aber scanne... Nee, das geht. DS3? Ah, ist es das? Warte mal, da steht DS drin. Hier steht DS drin, Chat. Schau mal. Das ist doch ein D und ein S, oder? Hallo, Dorf, es geht herzlich willkommen. Da steht doch DS drin, oder? Und wenn ich jetzt DS, sind das die Anfangsdings, also zum Beispiel hier steht dann zum Beispiel Deli Schubbel, Deli Schovel. Also die zwei. Deli Schubbel. Little Miss Depression. Also, Deli Schovel. Jetzt kommt er mal gleich durch. DS3, ja, aber was ist der? Warte mal. Deli Schovel. Da ist aber. Okay. Also, das ist unser erster Hinweis mit diesem DS. Aber ich verstehe irgendwie nicht ganz genau, worauf das hinaus will. JP6. Ist da auch was? Oh ja, Jonathan Pratt. JP. Jonathan Pratt. Hier, da. Also auch. Und dann 3? Dark Souls 3. Warte mal. Ah! Moment! Warte mal. Hier. Ah, hier! Greg the Grape 2. Greg the Grape 2 wurde hier ausgeborgt am 12. Mai 18. Ist das dann der Code 18? Also, Jonathan Pratt ist JP. Da steht im Buch drin. Und dann Greg the Grape, das da? Raisin's Curse. Ist es das dann? Also, 12. Mai 18? Hallo, Pigurin, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Wie weit geht das Schloss? Bis 9? Ich verstehe es nicht. Und das ist sogar kaputt. CE5? Okay. Denke, die Zahl ist schon 6, aber die eventuelle. Die Reihenfolge der Zahlen nach dem Datum vom Ausleihen. Also JP. JP ist ja offensichtlich Jonathan Pratt. Aber 6? Hier sind nur 3. Kannst du das Buch reparieren? Ich denke, die Zahl ist schon 6, aber die eventuelle Reihenfolge.
Also du meinst, 2 wäre dann 6 oder wie? Nee, oder? Also ich habe hier, also ich habe 4 Bücher. Also 4 Zahlen. Ist eines davon 6 dann? Oh, warte mal, das, oh Moment, ist es das Datum? Ah, Moment, das Datum. Vielleicht ist es das Datum. Chat, könnt, warte, ich brauche eine Notiz. Ich schreibe einfach im Mod-Channel. Hier Notiz. Nee, warte, ihr schreibt es mit. 12. Mai 2018. Ist das die Reihenfolge? Jetzt könnt ihr mitschreiben. Das 12. Mai 2018. Also, und danach das Datum. Das Datum. Weißt du, 12. Mai, kann ich mal mitschreiben? Vielleicht, weiß ich mal, Mod-Channel auf, vielleicht auch da. So, vielleicht. Vielleicht. Genau, dankeschön, Herr Forrest. Vielen Dank, dankeschön. Okay, das ist, aber da steht nichts drin, das wird schon, das brauche ich nicht. Hier, da, das da, DS3. DS3, warte mal, DS3 ist, aber das ist, könnte jetzt Dennis Schubel oder Dennis Schaufel sein. Ah, warte mal, da muss ich dann schon noch, wie das Buch heißt. Warte mal, Grown Attached, hier, das habe ich sogar gesehen. Grown Attached, hier haben wir da, und haben wir das da auch? Ne, doch, auch hier, hä? Das habe ich jetzt zwei. Also 29. Mai 2018 oder Februar 2015? Nee, meinte ein anderes Buch, schauen, ob du das vor nach dem 2015 ausgegeben wurdest in der entsprechenden Zahl. Ha. Vielleicht gibt es die Zahl dann zweimal. Ah, das könnte sein. Das könnte sein! Warte mal, aber schreibt sie die Zahlen mit? Also drei, das eine war 3, das andere war 6. An dem Tag wurde ich 30. Okay, wir haben auf jeden Fall 4 Schlösser. Und das ist das letzte. Also heißt, warte, ich glaube, wir haben es gleich gelöst, oder? Also, wenn das, wenn ich einfach dieses, die Zahl vom Cover in der Reihenfolge lösen muss, könnte es hinkommen. Hier da. Unterstrich 8, ist das auch was? Fies wäre es, wenn das ganz ein roter, jetzt tut mir leid, da will er mal weg. Alles gut, kann nicht, alles gut. So, warte mal, wir haben hier noch. Was? M the person, the a story. Okay, 8. Hä, warte mal, aber 8. Der Matt Chimmen. Ja, woher soll ich das? Hä? Was ist das denn jetzt? Das zeigt ja mal gar nichts innen drin. Das ist ja auch völlig ab. Okay. Vielleicht gibt es jetzt schon wieder zurück. Ey, Viking, mein Schatz, wie geht's? Was gibt's Neues bei dir? So, warte, ich habe hier noch das. Ja, gut, das ist auch scheiße, das Buch. Habe ich noch ein Buch übersehen? Der letzte Zahl ist. Oh, das wird sein, The Games. Du wirst recht haben. Oh, wir haben's dann, oder? Wir haben's. Wir haben 4 Bücher, es gibt nur 4 Zahlen. Das muss es sein. Stimmt, die letzte Zahl ist 8. Stimmt. Hatten wir die anderen noch aufgeschrieben, Chat? Hanna, wer die anderen aufgeschrieben? So, nein. Genau, die letzte Zahl ist hundertprozentig 8. Ja. Das sieht. Ja, das, die letzte Zahl ist hundertprozentig 8. Ja, 100 Pro. Letzte Zahl ist 8. Dann. Hier, das ist, glaube ich, auch irgend. Das ist 5. 5, wo 5 passt. Ausschlussverfahren. JP6 ist. Das ist das mit der Grape. Jonathan Brett, glaube ich. Drei, sechs, acht, oder hä? Warte mal. Hier, da. Mai 2018. 12. Mai 2018. Ja, ich hoffe, es stimmt so. Das war 6. Das war die 8. Und das noch. Und da sind wir uns unsicher. Das war DS. Daily Schubel oder das andere? Mai 2018 oder 2015? Grown Attached. Okay. Fahr mal nach Steinheim. Was ist denn dort? Hallo Rosu, die geht mal hübsch. Wie geht's dir? Okay, jetzt habt ihr alle Zellen aufgeschrieben. 3, 6, 8. Da wohne ich. Ich kenne das nicht. 3, 6, 8.
3, 6, 8, 5. Okay. 8 ist das letzte. Was ist das erste? Ich glaube, der wievielte es ausgeliehen hat, ist die Stelle, wo die Zahl hin soll. Ich glaube, der wievielte. Hä? Nee, Paderborn, kannst du mich besuchen. DS. Deli Schubel oder Deli Schaufel. Die fangen beide mit D an. Wer ist es von den beiden? Wo soll ich das wissen? Die zweite Stelle. Moment. Warum die zweite Stelle? Stelle 4 ist schon die 8. Hä? Was? Deli Schubbel oder Deli Schaufel? Wer von den beiden ist? Die zweite. Warum? Hä? Warum? Frag, wenn du den Code wissen willst. Ja, nee, das, also wenn ich da, also ich glaube, da endet die Demo. Die Demo ist, glaube ich, nicht so lang. Also wenn ich das jetzt gespoilert bekomme, dann muss ich, das wäre doof. Weil der das Buch an zweiter Stelle geliehen hat. Also weil er es kürzlich, okay, also Deli Schubbel. Österreich hat, ist schon fertig? Oder es ging umschnell? Die anderen zwei, okay, also es geht, okay. Aber was ist dann, was bringt mir das jetzt? Oder ist Science 2? Hey, Noah, hast du gesehen? Schaust du noch oder ist es schon fertig? Österreich hat gewonnen! Unwahrscheinlich? Ist Österreich Gruppenerster vor Frankreich? Na klar, na sicher. Ja! Ja! Österreich hat gewonnen! Mordmädchen, Österreich! Oh! Geil! Oh, willst früh war. Uns haben immer alle ausgelacht beim Fußball. Ich bin froh, dass es zumindest nicht mehr so scheiße ist. Aber schön. Oh, ich freue mich. Spielt heute auch Deutschland, Noah? Noah! Spielt heute auch Deutschland? Erst am Samstag. Okay. Frank ist 1-1 Monat, das ist gut, erster. Okay. Oh ja. Aber, okay. DS 3, aber okay, nochmal, das verstehe ich nicht. Okay, DS Deli Schubbel ist die letzte, die das Buch ausgeborgt hat. Wir haben eine 3 da stehen. Aber was bringt mir das? Was bringt mir das hier? Das, weil Mai, das Monat, Jänner, Februar, März, April, Mai. DS hat an der zweiten Stelle das Buch geliehen, also 3-8. Was? DS hat an zweiter Stelle das Buch geliehen, also 3-8. Hä, 3-8? Wo ist 3-8? Jänner, Februar, März, April, Mai. Ich glaube, ich bin ein bisschen zu dumm, wenn ich ehrlich bin. Also Grown Attached hier, das Buch, DS 3. Da, Deli Schubbel, weil es die letzte war, die das Buch ausgeborgt hat. Und es steht die 3 für wie viele Leute sich das Buch ausgeborgt haben? Hallo, Jesse Thiel, mein Hübscher. Mag mir mal kurz erklären, worum es im Spiel geht. Kater, das ist ein bisschen, also das ist die Demo vom zweiten Teil. Ich habe es zu Beginn des Streams erklärt, worum es im ersten Teil geht. Es ist ein Horror-Game. Es ist schwer zu erklären in so kurzer Zeit. 3 steht für die Zahl der Kombination. Ja, aber für was bräuchte ich dann das? Für was bräuchte ich dann das? Okay, dann weiß ich, dass das die 3 ist. Aber für was bräuchte ich dann die Dings? Gar nicht. Okay, aber warum kann ich es dann überhaupt da drücken? Hier, Kini, danke für 23 Monate. Für die Reihenfolge der Zahlen. Der erste Teil war da. Genau, der erste Teil war es mit dem Schaf. Genau. Ja. Okay. Also 3. An welcher Stelle? Ist es an welcher Stelle? Oder ist das, oder ist deswegen hier der Eintrag, das Datum? Also 29. Mai 2018?
JP6. Ich will es halt verstehen. Ich weiß, dass es ein bisschen frustrierend ist, aber ist auch für mich. Denke deswegen das Datum. Jonathan Pratt ist das erste Buch, also erste Ziffer. Ja, das dachte ich mir auch, ne? JP6. Jonathan Pratt hier. JP6. Aber ich frage mich, warum kann ich dann da reinschauen und was bringt mir dann das Datum hier? Jonathan Pratt ist das erste Buch. Okay, 6, 3, 5, 8. Juni 2019. Ich schreibe jetzt einfach selber mit. Ich schreibe jetzt einfach selber mit. Okay. Ich mache mir selber eine Notiz einfach. Warte mal. Okay, dann mache ich das nicht. Doch, hier. So, warte. Ich mache mir jetzt einfach selber eine Notiz. Ich schreibe mir das auf. Juni 27, 2009. Caps Lock. Juni 27, 2019. Okay. Jonathan Pratt mit der Nummer. So. Mit der Nummer. Warte mal. Und. Nee, das war die S. 6. Okay. 6 hatte der. Okay, perfekt. Dann. DS3. DS3, letzter Deli Schubel. Deli Schubel, Grown Attached, Mai 29, 2018. Nee. Deli Schubel. So. Okay. Nee, das war JP. Grown Attached, DS. 3. Okay. Wie schreiben wir den? Hier, Deli Schubel. Deli Schubal. Ich hoffe, jemand hat das jetzt richtig. Kann auch sein, dass ich richtig daneben auch gerade. Aber ich verstehe es sonst nicht. Ist 3. Okay. Servus. Ist es schon? Hallo, Herr Schaf. Herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Wie geht's dir? Du musst. Das, da muss noch irgendwo. Ja, wir haben's. Deli Schubal. Okay. Und dann haben wir das. CE5. Das kann ich nicht scannen. Das ist kaputt. Das ist nur 5, ist egal. So, warte mal, 5. Und dann haben wir eine 8 am Ende, das ist auch egal. Okay, das heißt, um 2 Daten. Jo, okay, also das heißt, 3, 6, 5, 8 müsste die Kombination sein. Wenn ich nach, das da, nach dem Datum gehe. 3, 3, 6, ich hoffe es ist richtig. 3, 6, 6. Richtig. Warum? Deli Schubel war mit der 3 2018 und Jonathan Pratt war mit der 6 2019. Das heißt, und wenn 8 das letzte ist, bleibt nur 5 als vorletzte übrig. 3 und 6 tauschen. Aber warum? Ich probiere es, aber warum? Okay. Keine Ahnung warum, aber okay. Ich hab da irgendwas gehört. Die waren alle zu 18. Vielleicht habe ich was falsch gemacht. Hast du irgendwas gehört? War das am Klo gerade? Entschuldigen Sie, Kater! Sie müssen nach Hause, wir haben schon geschlossen. Oder war das das Schloss, das das Geräusch gemacht hat? Jetzt habe ich hier dieses das Videoband, Chat. Let's plan a trip. Lass uns eine Urlaubsreise planen. Wir gehen, Olli. Wir gehen. Pack die Badehose ein. Okay. Jetzt lasse ich das abspielen, was rauskommt. Oh je. Cathy Law. Upsi. Oh, meine Lieblingsserie. Glutonis auch. Juhu. What the fuck? Hi, friends. I'm Amanda. Ich bin Amanda. Have you ever wanted to go far, far Wolltest du away? Schon mal weit, weit weggehen? Well, we can. Wir können das. At least in our imagination. Zumindest in unserer Vorstellung können With wir das. My magic train. Mit meinem Magiezug.
If you could visit anyone in the world, wenn du jeden besuchen könntest auf der Welt, wo würdest du hingehen? Wenn ich überall hingehen könnte, wo würde ich dann hingehen? Duisburg! Duisburg auf die 1! That sounds like fun. Das klingt super lustig! I'd love to daydream about all the places I could have think about what all the fuck places passiert rechts we von mir? Let's plan a trip! Lass uns einen Trip planen! Ich habe überall Bilder gemalt, wo ich überall hingehen will. Aha, okay, das kenne ich, das ist Frankreich! But, wow! Oh. Aber wow! So es ist so dunkel hier drin! Should I open the curtain or turn on the lamp? Soll ich das Fenster auf... soll sie den Vorhang wegziehen oder die Lampe anmachen? Chat, was machen wir? Was machen wir? Chat, Lampe an oder Vorhang weg? Was machen wir? Chat, ihr könnt entscheiden. Tabea, meine Hübsche! Safe Best Serie. Den Vorhang oder den Vorhang weg? Oh, vielleicht sie. Wisst ihr, was sie gesagt hat? Nochmal, die Story von dem Spiel ist, dass das ein Mädchen ist, das in einer Fernsehserie gefangen genommen ist. Also dieses Mädchen ist entführt worden und ist in einer Fernsehserie eingesperrt. Das ist die Story. Na, weil einer vorgefragt, also es kann man, aber es gibt ein bisschen mehr darum, aber das ist so, die Prämisse ist, dass sie eingesperrt ist. Und sie hat gesagt, gerade wenn ihr zugehört habt, hat sie gerade gesagt, ey, wenn man überall, so, boah, wäre schön, wo würdest du hingehen, wenn man überall hingehen könnte? Naja, wäre schön, wenn ich hier nicht eingesperrt wäre quasi, aber in meinen Gedanken kann ich überall hingehen. Und also sie ist eingesperrt. Sie ist eingesperrt in dieser Fernsehserie. Und sie hat gesagt, Vorhang weg. Und ich bin gespannt, ob hinter der Vorhang vielleicht eine eine Wand ist oder so, weil sie eingesperrt ist, weißt du? Okay, ist es fake vielleicht? Das ist viel besser. Now let's plan that trip. Jetzt lass uns einen Trip planen. Das sind drei Plätze, wo ich heute mit meiner Zauberzug hin will. Ich will den Eiffel Tower sehen. Where can I do that? Wo kann ich das tun, Chet? Wo können wir das tun? Wo können wir den Eiffelturm? Chet, ihr müsst's machen. Ihr müsst's machen, meine kleinen Häschen, Kater, Antonia, Fegan und... Chet, ihr müsst's machen. 1, 2, 3, 4, 5. Wo gehen wir hin? Wo ist es? Kater sagt 2. Na gut. Wo ist der Eiffelturm? Ha! We'll go to Paris. Wir gehen zu Paris mit dem magischen Zug. It looks like a ticket to Paris costs 2 coins. Oh, scheiße. Let's see what I have in my piggy bank. Eine Reise zum Dings kostet 2 Münzen. What's the best way to open this piggy bank? Was ist? I can pull up the plug. Or I can smash it. Sie braucht 2 Münzen. Und was ist... Und die 2 Münzen sind aber in ihren Sparschwein drin. Aber was ist die bessere... Was soll sie mit dem Sparschwein tun? Sie kann einfach die Öffnung öffnen oder es kaputt machen. Was soll sie machen? Soll sie das kaputt machen oder soll sie es aufmachen, Chat? Was soll sie machen? Smash it ist... Was heißt denn mit euch? Seid ihr wahnsinnig? So gewalttätig habe ich euch nicht erzogen, ja? Teufelskinder! Nathalie, danke für 13 Monate! Und Uwe, danke für 19. Herzlich willkommen! Dankeschön euch allen! Na, Küsschen an euch, wie geht's euch? Mach's kaputt! Ihr wollt's alle, ihr wollt's alle kaputt machen, gell? Trau und ruf, Haue! Wir lieben es, böse zu sein. Gewalt ist immer gut, Rebeken. Ja, aber was? Okay, dann. Chat, ihr entscheidet's. Okay. 1 für kaputt machen, 2 für vorsichtig öffnen. Okay, 1 für kaputt hauen, 2 für vorsichtig öffnen. Jetzt rein. Was ich mehr sehe, wähle ich. Ich sehe sehr viel 1. Das ist ganz okay. Okay, ich glaube, ich sehe sehr viel 1. Okay, ihr seid... Aber wie mache ich jetzt auf? Drücke ich einfach auf Schwein? Mach kaputt! Okay, der Chat will kaputt machen. Der Chat will halt die Zerstörung. Drücke ich da jetzt drauf? Ich glaube, das Ventil drücken wäre für Ventil öffnen auf Schwein... Das, This is gonna be das wird fun. Super lustig werden. Good night, gute Nacht, Piggy. Ich bin nicht kaputt. What the fuck? Oh. Let's count them together. 1. Lass uns jetzt zählen. 1, 2, 3, 4, 5. Ich habe 5 Münzen. That's more than enough for das ist genug für unseren ersten We Anhalt. Need to take away 2 coins. Wir müssen nur 2 Can wegnehmen. You count them? Chat, wir haben 1, 2,
Richtig? 5 minus 2? Jetzt will ich zu einem weiteren speziellen Ort gehen. Das lässt mich an Gretchen denken. Let's go to the Isle of Dead Dolls. Lass uns gehen zur Insel der toten Puppen. Wo finde ich die Insel der toten Puppen? What the fuck? Was ist die Insel der toten Puppen? Ist es die untere? Die Ränder sind finster. Was ist die Insel der toten Puppen? Ist es die untere? London. Könnte doch Berlin sein, ne? Wenn es was mit Tod und Brutalität und so, ne? Also, zum Glück hat sie nicht gefragt, wo Insel der Messerstecherei wäre, weil da wären wir ganz sicher in Berlin, ne? Also, es ist ja, ne? Ein altes Kinderzimmer. Ja, gut, dann machen wir untere, ne? Berlin, selbst Duisburg. Kennt ihr Leute? Gibt's gleich einen Morsch, gell? Berlin, Anton, ich sag auch Mexiko. Dann eher Duisburg, komm, ich glaube es untere, wow, ne? Wow, diesen Trip zu planen wird für immer dauern, hä? Huh? Oh, was falsch? Hä, hey, dann Pyramiden? Nee, das untere. Looks like someone needs to brush up on their cultural knowledge. Wirkt so, als würde jemand sein Wissen ein bisschen auffrischen müssen. Was ist, wenn ich zu oft falsch mache? The owner of the Isle of Dead Dolls hangs dolls to keep demons away. Der Inhaber der... It's near Mexico City, okay? Es ist in der Nähe von Mexiko. Oh, okay. Haha, sieht man. Der Insel der toten Puppen, hängt Puppen auf, um Dämonen fernzuhalten. Ist das in Ägypten so? Okay, gut. Our next stop is Mexico City. Okay, Mexiko. Mexico City. Was ist da unten? Magic train costs 3 coins. 3 Münzen brauchen wir. Bettini, wir brauchen... Anyway, that ticket cost 3 coins. Das Ticket so let's kostet take 3 those Münzen. Away from what we have. Also lass das wegnehmen. 5 Coins für die Reise. Oh no. Oh shit. Wir haben nichts mehr. I still have one more place I want to visit. We need some more money. Brauchen wir Geld. What are we going to do? Wir brauchen eine Bank aus. I can sell one of these for some coins. Oh oh. Which one do you think will get us the most coins? Okay, wir brauchen Geld für die Reise und jetzt sollen wir eine Puppe verkaufen, damit wir Münzen haben. Chat, welche Puppe verkaufen wir? 1, 2 oder 3? Öfschika, danke für 5. Danke für 5 Münzen für unseren Trip nach Mexiko. Öfschika, vielen Dank für den Support. Dankeschön. Vielen Dank für 5 Euro. Danke dir, mein Schatz. Dankeschön. Alle sagen 2. Nee, jetzt sagen alle 3. Alle sagen das Huhn. 2 will hate Clowns. Alle sagen 3, okay, das ist gut. Herr Schenker, danke für die Euro. Vielen Dank für den Support. Dankeschön, mein Schatz. Ich hätte gesagt, Amanda muss arbeiten, Putzis weg gefällt mir besser. Komm, wir können dann verkaufen das Händel. What's so funny, Mr. Rooster? Lass uns Mr. Rooster verkaufen. Someone gave this to me when I was feeling really bad. Jemand hat mir den gegeben, als ich Angst hatte und es hat mir Spaß gemacht. Ich hoffe, wir können jemanden anderen Spaß machen. Zum Lachen bringen. Juhu! Wow, I got 3 coins. Ich habe 3 Münzen bekommen für Mr. Rooster. Okay, let's see how much our next. Jetzt schauen wir uns an, wie viel unsere nächste Reise kostet. I love learning about history on my trip. Ich liebe es, Geschichte zu lernen. Where can I take a tour and learn about Jack the Ripper? Wo muss ich hin, um die Geschichte von Jack the Ripper kennenzulernen? Aha, Ted. Wo müssen wir hin für Tuxtripser, hä? Wo war der? Tuxtripser! Wo war der? Tuxtripser. Ich hätte auch gern 3 Geld, Stereo. Ich kann da geben ein Holy und ich habe 2 Geld. 2 Geld. Wo war der Tuxtripser? Die sind doch noch viel zu jung. Wer denn für Tuxtripser? Ja, ist ja auch ein Horror. Nehme ich. Whitechapel wurde umbenannt. Okay, dann London. We're going Wir gehen to nach London. London. A ticket to London Ein Ticket is nach London coins. Kostet 4 And Münzen. Und 3. Ich habe nur 3. I don't know where I'm going to get more coins. Ich weiß nicht, wo ich mehr Münzen herbekomme. Ich sollte vielleicht nirgendwo hingehen. Wait a minute. Warte eine Minute. I have a coin in my pocket. Ich habe eine Münze Now in meiner Tasche. I have 4. Jetzt habe ich 4. That's Das ist genug für unseren nächsten Stopp. No, 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 What the please. Fuck? Wer bist du denn? Der Glutoni wieder. Geh weg! Husch! Husch!
fuck ist mit ihm los? No, no, no! Er hat eine Münze gestohlen! Er hat die Münze gestohlen! Chase it in! Wisst ihr, was wir machen? Wir. Das ist die kleine Hase. I wanna go on my ich will nach. Ich will auf Urlaub! Wo finde ich mehr Münzen? Wo finde ich mehr Münzen? Wisst was? Hallo Panda Boss, mein Schatz. Wir verkaufen einfach. Wem verkaufen wir? Im Chat, wir verkaufen irgendjemanden. Wir verkaufen wir. Wer will? Wir verkaufen hier den Rabenmoppel verkaufen wir. Den Rabenmoppel verkaufen wir. Vielleicht gibt es eine Münze. Ha? Wo haben wir denn noch eine Münze? Münze. Wow, you're smart. Oh, du bist sehr smart. There's always all kinds of stuff in this sofa. Ach so, im Sofa. Du, da ist immer was im Sofa drin. Was war das jetzt gerade? Da war ein Schatten. Oh, wir. What the fuck? Drei Münzen gefunden. Wir sind echt so possum. Oh, hey, it's time to catch my train. Wir sollten den Zug nehmen. Achso, fahren wir jetzt wirklich nach London? Hallo Snuffelpups. Und zwei Hasi Tabea auch. Und das ist aber eine sehr deprimierende Dings. Das ist lustig, glaube ich. Aber ich wünschte, ich könnte wirklich die Welt sehen. Oh. Sie ist. Oh, oh. What the fuck? Das ist das Monster aus dem ersten Teil! Oh, danke für die Kassette. Das war die ganze Zeit da oben drin. Ah. Schau mich an. Danke, Monster. Das schaue ich mir jetzt aber gerne an, die Videokassette. Wer war das vor, der gefragt hat, wegen, worum es in dem Spiel geht? Ist die noch da? Boah, der Safe wäre ein guter Rückenkratzer. Der wäre Safe ein guter Rückenkratzer. Almhase. Ey, ich mag das Spiel voll gut. Also, ich mochte den ersten Teil auch schon sehr gerne. Ne, das ist im ersten Teil, eine Tasse. Ja, da hat er mich gekillt. Das stimmt. Ikate, du warst es. Hast du es von mitbekommen? Ich habe es kurz erklärt ungefähr. Weil sie ist eingesperrt in dieser Fernsehserie. Na, schau dir den ersten Part an. Also, die Kurzerklärung in dem Spiel ist so, dass die Amanda ist ein kleines Mädchen. Sie ist die Tochter von dem, der diese Amanda, diese Figur erfunden hat. Und der Entwickler hat eine Zeichentrickfigur nach dem Abbild seiner Tochter gemacht. Und dann wurde der eingeladen, glaube ich, zu einer Talkshow. Und dann haben die mit der Tochter geredet und haben irgendwo so ein satanisches Ritual gemacht. Und sie musste die Worte wiederholen, was ihr gesagt worden ist. Und daraufhin wurde sie irgendwie in dieser Fernsehserie eingesperrt. Und sie ist da jetzt drin und sie will raus und sie ist super sauer, weil sie nicht rauskommt. Und das ist so ein bisschen die Story, ne? Sie ist einfach ein Mädchen, die ist in dieser Fernsehserie. Da gibt es ein paar gute Erklärungsvideos. Ich würde dir aber den ersten Teil habe ich auf YouTube hochgeladen. Kannst du dir gerne anschauen. Super geiles Spiel. Vic hat uns ursprünglich. Ich fand's richtig gut. Ey, The 12, vielen Dank für den Monat, vielen lieben Dank. Wunderschönen guten Abend, aber ich liebe deinen Horror-Stream, das ist perfekt zum Einschalten. Oh, The 12, danke für deinen Monat jetzt. Twitch-Baby haben wir beide heute. Wie heißt es? Ne, benenne es. 12, Mann, und vielen Dank für deinen Monat, herzlich willkommen. Ja, lass mal vom fremden in die Tape schauen, was kann da schon schief gehen? Oh. Aber schön braun gebrannt. Zitronella, mein Schmetterling. Ja, der Teil ist wirklich geil, ist wirklich gut. Freak, danke für 42 Monate, herzlich willkommen. Dankeschön. Kommen wir schon uns das Bundle mal an. It gets awfully lonely in here. Es wird oft lang alleine. There's a legend that there is a special toy hidden deep in this wall. Hier soll ein spezielles Spielzeug vergraben sein. It makes me think about what. Okay, which toothbrush do you think I? I know which one you like. The blue one. Ich mag die blaue, ja. How did you get? Who even are you? Go away! We shouldn't talk about them. Wir sollten nicht über sie reden. Hi, I'm Amanda. Hi, I'm Amanda. Hi, friends. You didn't help me at all. Ich hab immer geholfen. So you better find something good for me.
But I guess we all get a little scared at night, right? What are you afraid of? Oh, im Herbst sind es 24! Okay, das war die Demo. Okay, das war die Demo. Bin ich sehr gespannt. Ich freue mich auf fertige Spiele. Okay, das war die Demo. Wie gesagt, die Demo war kurz. Aber ich fand's nice. Sie hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Nice. Fand ich gut. Also, es hat halt jetzt relativ wenig erklärt, aber es ist ja auch nur die Demo. Oh, so bis jetzt, danke für Monate, herzlich willkommen. Mach Bock auf mehr. Geil, geil. Ich glaube, zwei Teile wird gleich weird wie Teil 1. Ey, super nice. Ey, ich freue mich, Leute, wir gehen aber gleich weiter. Aber ich freue mich sehr, wir werden es auf jeden Fall spielen. Wie gesagt, der erste Teil, für die Leute, die ihn noch nicht gesehen haben, ich habe den ersten Teil auf meinen YouTube-Channel hochgeladen. Ey, hier, also wer den ersten Teil sehen will, holt ihn auf jeden Fall nach. Auf meinem YouTube-Channel ist er oben. Die Spiele für Kinder, Amended Adventurer. Und wir haben da wirklich, wir haben alle Enden geschaut und sowas, ne? Also schaut es euch gerne an, ist wirklich ein sehr geiles Spiel.